Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Rezension von mir. Heute soll es um das Buch von Helen Beck Ohne Spur gehen. Ist im DTV Verlag erschienen. Man sieht hier auf dem Cover auch sozusagen eine Frau im Hintergrund. Und ja, ich fand es einfach wahnsinnig interessant und wahnsinnig spannend. Ich habe es so in der Richtung auch noch nicht gelesen. Es ging hier um Audra Kinney. Sie flieht mit ihren Kindern vor ihrem gewalttätigen Ehemann quer durch die USA. Sie möchte einfach ganz großen Abstand zu ihm gewinnen, denn er hat ja auch einige Dinge angetan, was man hinterher auch in dem Buch erfährt. Und auf der Reise dorthin passiert aber etwas eigentlich Alltägliches, das ihre Welt aber völlig auf den Kopf stellt. Denn danach sind ihre Kinder spurlos verschwunden, sie wurden gekidnappt. Und niemand wird ihr glauben, weil es einfach so unglaublich ist. Und ja, ich fand es einfach richtig gut. Eine sehr starke Frau, die versucht, sich frei zu kämpfen von Gewalt und auch dann ihre Kinder wiederzufinden. Und das gestaltet sich als etwas schwierig, aber. Ja, ich fand das Buch eigentlich, Längen hatte es für mich so nicht wirklich. Es war spannend, gerade auch zum Ende hin dann nochmal richtig spannend, sodass ich mich dann auch zu 4,5 Sternen entschlossen habe. Und Helen Beck ist wohl ein Pseudonym. Ich weiß aber nicht für wen. Und also als die Kinder dann verschwunden, da hat es mir auch schon wirklich so als Mutter fast das Herz zerrissen. Das war wirklich ganz schlimm. Und Peter James schreibt auch dazu, es passiert nur selten, dass eine Handlung einen so tief berührt und einem fast das Herz zerreißt. Ein brillanter, erbarmungslos spannender Thriller. Und ja, es war wirklich, ich habe es gehört, zwischendrin gelesen und ja, mir hat es einfach wirklich sehr gut gefallen. Mehr kann ich euch da jetzt auch gar nicht zu sagen, da ich sonst einfach zu viel verraten würde. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, falls ihr das Buch schon kennt oder ob ihr das Buch auch noch kennenlernen möchtet. Oder es kann natürlich auch gut sein, dass ihr das schon auf eurem Sub habt. Würde mich wirklich mal interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wieder über Daumen hoch und natürlich auch über neue Abos. Und das soll es jetzt auch zu meiner Rezension gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!